In diesem Video geht es um die hier zu sehenden einfachen Gatter. Es wird gezeigt, wie Eingangssignale durch das Gatter in ein Ausgangssignal gewandelt werden. Das jeweilige Verhalten kann anhand einer Wahrheitstafel abgelesen werden. Das Nichtgatter dreht jeweils das Eingangssignal um. So wird aus einer 0 eine 1 und aus einer 1 eine 0. Das UND-Gatter hat zwei Eingänge. Es hat als Ausgangswert immer die 0, außer in dem Fall, wo beide Eingangssignale gleich 1 sind. In diesem Fall ist auch das Ausgangssignal gleich 1. Das Nicht-UND-Gatter ist die Negierung des eben gesehenen UND-Gatters. Es hat als Ausgangssignal immer eine 1, außer in dem Fall, wo beide Eingangssignale gleich 1 sind. Das Oder-Gatter liefert am Ausgang eine 1, wenn an mindestens einem der beiden Eingänge eine 1 anliegt. Insbesondere liefert der Ausgang also auch eine 1, wenn an beiden Eingängen die 1 anliegt. Das Nicht-Oder-Gatter dreht diese Funktionalität wieder um. Es liefert nur dann eine 1 am Ausgang, wenn beide Eingänge gleich 0 sind. Liegt an mindestens einem der beiden Eingänge eine 1 an, so wird am Ausgang eine 0 angelegt. Das Exklusiv-Oder-Gatter unterscheidet jetzt strenger nach den beiden Eingängen. Nur wenn genau einer der beiden Eingänge eine 1 hat, so wird auch am Ausgang eine 1 angelegt. Sind beide Eingänge gleich, so ist der Ausgang gleich 0.